Meine lieben Inselbewohner, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt. Wir haben ja letztes Mal, wie soll ich sagen, hier, da, Mama, haben wir letztes Mal Reinhold Messner getroffen, ne? Der hat hier den Berg bestiegen und wird es jetzt wahrscheinlich nochmal machen, extra für uns. Ja, er schrubbert sich nur. Okay, jetzt bleibst du aber bitte drin, ne? Bitte jetzt nicht da wieder rüberklettern. Ja, danke, das ist nett von dir. Okay, wir waren jetzt dabei gewesen und haben uns die, die ganzen Viecher so ein bisschen eingezäunt hier mit solchen Sachen. Das war anders leider nicht machbar. Jetzt gehe ich nochmal hier kurz auf die Reise nach Gnühekühe gucken. Aber ich glaube, die wollen auch schlammen, ne? Savannengras, Mineralien haben sie. Kratzen, eine Stunde, ne. Okay, pass mal auf. Ich setze dich hier mal mit ins Gehege. So, dass da noch irgendwie echt, wie soll ich sagen, gut. Mitkommen. Alle hier ins Gehege. So. Ne, alle Gnüs und alle Antilopen kommen hier jetzt erstmal in das Gehege rein. Die werden zwar irgendwann sowieso wieder abhauen. Ne, haben wir ja gesehen. Ne, aber ich kann es aktuell nicht ändern. Ich weiß mir nicht anders zu helfen, als das so zu machen. So, gucken wir mal. Hier, du auch, Kollege. Mhm. Ja, Salzlecken sind da ja auf jeden Fall drin. Ne? Das ist halt sehr schade, dass ich die Sachen nicht versetzen kann. Ich würde die sehr gerne versetzen. Das geht bei dem Spiel anscheinend aus irgendeinem Grunde nicht. Was ein bisschen schade ist, was auch ein bisschen kontraproduktiv ist. Bist du wieder abgehauen, Kollege? Mann, 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 Mann. Wie hätte jetzt hier die Herde zu groß? Ja, okay, kriegen wir hin. Du bist einsam. Verkaufe ich dich mal. Wie sieht es denn hier so technisch aus? Sieh was, Elefanten haben wir. Wir haben Gazellen. 17 von 15. Ja. Ja. Wie? Ich habe da gerade zwei verkauft. Jetzt wird euch das hier zu groß. Also, ey Freunde, ich glaube manchmal echt, ihr wollt mich bewusst verarschen. So, mal ganz kurz gucken. Haben wir jetzt zu viel? Gazellen 16. Das heißt, okay. Können wir noch verbimmeln. So. Mhm. Möchte kratzen. Hier, Alter, Kratzzeug ist das letzte Problem. Hier sind so viele Kratzzeuge, das kann man sich gar nicht irgendwie vorstellen. Das müssen wir ganz kurz mal gucken. Bevor wir uns wieder um unsere Pflanzen kümmern, fahren wir jetzt mal. Hier ist noch eine Gazelle. Okay, die dürfen wir aber nicht verkaufen, weil ich habe schon am Limit verkauft. Hier ist auch noch eine Gazelle. So. Okay. Noch irgendwo Gazellen. Hier sind noch Erdmännchen, das war erstmal soweit okay. Hier ist noch eine Gazelle, da ist noch eine Gnug. So, wo war unser Gehege? Ja, ja, Pflanzen gucken wir gleich. Sim. Hier waren aber noch mehr, ne? Hier waren auf jeden Fall noch. Ne? Hier ist noch eine Gnug und eine Gazelle. Das trifft sich prima. Ich hole euch gleich. Moment, Freunde. Zim. So, hier war noch eine Gazelle, ne? War ja noch eine Gazelle da. So, gucken wir nochmal. Das ist zwar schade, wie gesagt, ich mache das alles ungern, aber ich wüsste sonst nicht, wie ich es hinkriegen soll. Gut, unsere Pflanzen jammern natürlich jetzt gerade extrem ab, das ist verständlich. Aber ich kann jetzt aktuell nicht wieder schon wieder Savannengras streuen, weil ich jetzt erstmal hier gucken muss, dass ich die ganzen Viecher jetzt getrennt kriege, beziehungsweise bist du eine Gazelle? Ja, du bist eine Gazelle, also mit einmal mitkommen ins Gazellen hier Gehege. Da war noch irgendwo was, da war noch irgendwas, da war noch eine Gnuku. Gnuku, noch eine Gnuku. So,
Und noch eine Gnu-Kuh. So, jetzt mal ganz kurz gucken, was war denn hier noch gerade am Abend? Noch eine Gnu-Kuh. Erde zu groß, das mehr Artgenossen. Ah ja, okay. Kannst du haben, Kollege? Habe ich ganz viele von. Ganz viele Artgenossen für dich auch. Das wunderbar viele Artgenossen. So, da ist noch eine. Ach, die ist aber schon drin, okay. Die ist schon drin. Seht ihr sonst noch irgendwo Gazellen, Freunde? Oder Gnühekühe, da ist noch eine Gnühekühe. So, komm mal her, mein Schatz. Hier auch, da. So, dann fahre ich jetzt noch mal rum. Ob ich noch irgendwo was entdecke, das sind jetzt hier nur. Nashörner und Elefanten. Der Kleine kriegt gerade ein bisschen Milch, das ist ja super. So, da sehe ich noch eine Gnu-Kuh. Beziehungsweise eine Gazelle. So, bitte einmal mitkommen hier. Das schöne Gehege, extra für euch eingerichtet. Fluppdi-dupdi, bitte sehr. Ich hoffe nur, die hauen jetzt nicht so zahlreich ab. Das fände ich dann sehr, sehr gemein. Da ist noch eine Zim. Zam. Zum. Da ist schon wieder eine draußen. Da auch. Das heißt, hier scheint es rauszugehen. Zim, zam, zum. Aber wie kriege ich das denn noch weiter zu? Ich kann doch nicht mal. So, in der Hoffnung, dass das jetzt hält. Oder ist halt hier drüber gejumpert. Das kann natürlich auch sein. Hier ist noch eine. So, willst du auch raus, Kollege? Dann zeig mir, wo es noch rausgeht. Ich muss die Dinger echt dicht machen, sonst habe ich ein Problem. Ihr macht nur Mist. Okay, der schrubbert sich nur. Das ist prima, ne? Finde ich auch gut, ne? Jetzt geht er raus. Okay, da kommt er nicht raus. Doch, kommt er raus. Ihr wollt mich alle sowas von verarschen, ne? Das ist unglaublich. Hier kann ich noch nichts mehr hinstellen. Moment. So. Echt, wir stopfen hier Löcher wie im Knast. Das ist unglaublich. Ja, das ist. Aber es scheint zu helfen. Gut, jetzt regnet das erstmal. Dann sind die Pflanzen auch wieder ein bisschen besser drauf. Jetzt, da ist schon wieder. Da ist immer noch ein Abgehauen. Flumm. Dumm. Dumm. Kommen die mir sonst noch irgendwo raus? Also hier sieht es noch ein bisschen offen aus. Ehrlich gesagt. So, du zeigst mir auch noch, was rausgeht, ja? Guck mal, eine macht's vor, die anderen sofort hinterher. Okay, wo war das jetzt? Das war hier, ne? Hier kriege ich nichts mehr hin, Freunde. Ah, theoretisch dürften sie da nicht mehr rauskommen. Hier sieht es auch noch ein bisschen. So, pass mal auf, sicherheitshalber. Jetzt aber haue ich hier nochmal einen hin. Du gehst jetzt wahrscheinlich da wieder raus. Ne? Das Problem ist, hier passt das nicht hin. Verdammte Scheiße. Da kommen sie trotzdem durch. Kacke. Okay, dann machen wir da nochmal einen. Felsen, da müssen sie zumindest springen. Ja, das ist totaler Blödsinn. Ja. Gut, ja. Ich weiß es auch nicht, Freunde. Ich weiß es echt nicht. So, dann gucken wir uns mal ganz kurz hier die Insel ein bisschen ab, so. Ne? Ah, schon wieder. Irgendwie kommen sie raus. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das. Ich kann ja nicht alles kitten, weil das Problem ist.
Okay, wir machen jetzt mal ein bisschen. Versuchen das mal ein bisschen dichter zu kriegen. Tja, meine Leute, ich sag gerade nicht so sonderlich viel, aber ich bin geschockt über die Raffinesse meiner, ne, Knastbrüder, ne, die ja dauernd irgendwie abhauen, ne? Und ich dann da den Wachsinn habe. So, gibt's denn jetzt hier irgendwo noch Gazellen oder Gnüekühe? Das sind Erdmännchen. Was mit dir ist dein Problem? Gar kein Problem, gut. Gut. Oh, fuck. Wieso könnt ihr hier nicht drin bleiben, Freunde? Das Ding ist, ich will das nicht mit dem Erdtool machen. Ihr habt gesehen, wie scheiße ich da bin. Und das ist die radikalste Lösung von allen. Aber ich hab da jetzt auf jeden Fall alles. Ihr habt was zu fressen, ihr habt was zu saufen. Ne, Kollege, ne? Mir geht's prima, ja, super. Allen geht's prima. Jetzt ist hier, ne? Das hier war abnehmen. Du willst mir auch ums Ganze. Ihr wollt mich alle verarschen, Freunde. Ihr wollt mich alle verarschen. So. Ist hier noch irgendwie einsam? Ich glaube, das ist alles auch gar nicht, ne? Ich glaube, das alles gar nicht. Tralalalalalalala, bitteschön. Ne, dann hauen sie ab und sind dann am Abjammern, ne? Das ist ja wohl, das ist wohl keine Art, ne? Da ist noch eine, ich habe noch eine gesehen. Ja gut, ich meine, ich kann natürlich nicht entsprechend halt vom Wasser fernhalten, ne? Dass sie drum rumschwimmen, das kann ich natürlich nicht verhindern, ne? So, Zim. Ja, also irgendwie kriege ich den Scheiß nicht dicht. Irgendwie kriege ich den Scheiß nicht dicht. So, wir können ja mal probieren, hier mal hier so ein paar Dinge einzustellen. Hm. Du zeigst mal wieder, wo es rausgeht. Danke. Ja, das Problem hier kann ich nicht. Das ist mein Lavendel. Den kann ich nie wegmachen. Ja, ich kann hier nochmal. So, konnte da ein bisschen jumpern, kommt aber nicht durch. So, jetzt fehlen mal wieder 3%, 3,7%. Hier ist noch eine Gnu-Kuh. Noch eine Gnu-Kuh, im Nu gibt's ein Gnu, bitteschön. Ja, yeah. Okay. Tja. Okay, vielleicht haben wir so einen Knast jetzt halbwegs erstmal dicht gekriegt. Ich weiß es nicht. So, Gazellen, Weibchen, Nachwuchs, cool. Wird sofort die Herde zu groß. Super. Super, yes. Yes, Moment, wie viele brauchen wir? Gazellen 15, okay, wir haben eigentlich schon wieder zu viel verkauft, scheiße. Ne, sind 15, okay, oder? Wo habe ich sie? Da, Gazellen 14. Die Kacke. Echt, ich habe jetzt echt eine zu viel verkauft, das darf doch nicht wahr sein. Gazellen, eine Gazelle kaufen. Egal, kaufen wir auf jeden Fall eine, die gut drauf ist, die richtig gut drauf ist, die richtig gut drauf ist. Die ist gut drauf. So, bitte sehr, Flum. So, okay. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz mal so ein bisschen um unsere anderen Tiere kümmern. Aber die sind ja alle irgendwie, ne? Mir geht's prima. Ich würde mich gern paaren. Ja gut, dabei kann ich dir nicht helfen, Kollege. Das wird meine Fähigkeiten dann doch überschreiten und so, pass mal auf, irgendwie einer schlecht drauf. 96,5. Okay, die wollen natürlich Blätter. Wie viele Nashörner haben wir? Wir haben Nashörner 5. Eins könnten wir theoretisch verkaufen, aber die wollen beide Blätter. Sind das Blätter? Papyrus. Das sind aber, glaube ich, Gräser, ne? Ich möchte frische Blätter.
Ja, aber klar, dann kommt es da, glaube ich, nicht dran, ne? Ja. Okay, pass mal, wir können Folgendes machen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Pflanzen, solange das irgendwie... Wo war das? Regenbaum, Strelitze, Kokos. Genau, die sind das. Ne? Zim, zam, zim, zam. Machen wir noch mal ein bisschen hier Erdreich. Yep. So. Da könnt ihr auf jeden Fall Blätter klar machen, Freunde. Ah, jetzt sind die Pflanzen wieder auf 99,9. Und auf 97. Warum? Wer hat denn jetzt hier schon wieder ein Problem? Gut, ich denke mal, wir müssen eh noch ein bisschen Savannengras nachballern. Da kommt jetzt gar kein Weg dran vorbei. Gnuku-Nachwuchs. Was ist jetzt dein Problem hier? Hä, der wird mir zu groß, aber ich darf... Moment, Gazellen 15, ja, wie soll ich das denn wohl machen? Jetzt zählen die... Moment, das verstehe ich nicht ganz. Die Gazellen und die Gnus memmen jetzt hier zusammen ab, das... Wie viele Gnus haben wir? Wir haben... Gnus... Ich darf eine maximal verkaufen. Okay, das Zeichen verschwindet aber, glaube ich, auch schon wieder. Ja. Okay. Bei dir noch nicht, ja. Right. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier, denke ich mal, mit Savannengras losgehen, denn... Obwohl... Sollen wir ganz kurz gucken, wo sehe ich denn irgendwo welche... Regenbaum, okay. Die machen wir als erstes mal ganz kurz klar hier. So, Savannengras, schönes, schönes Savannengras. So, ihr auch hier, schön Savannengras. Savannengras. Es macht so viel Spaß mit Savannengras. Jetzt geht die ganze Scheiße hier wieder auf 80 runter. Mit Savannengras. Freunde, wieso? Ich hau doch hier schon Savannengras hin, Freunde. Okay, Savannengras kriegt ihr auch, Freunde. Ich krieg so viel Savannengras. Das kann man sich gar nicht vorstellen mit dem Savannengras. Savannengras. Also diese 100%-Kampagnen, bin ich ehrlich, ich finde das albern. Ich finde das echt albern, vor allem die Faktoren sind so, auch dass diese Kampagne war sowieso ziemlich unfair, ne? Weil die halt auf einer Insel noch mitgewertet hat, die wir nicht erreichen konnten. Und wenn ich ja nicht einen guten Tipp gekriegt hätte von Sansara, dann hätte ich dann da auch schon viel, viel früher aufgegeben. Aber das ist einfach ein bisschen kacke, tut mir leid, Freunde, das ist... Wir machen auf jeden Fall noch eine Folge. Ne? Also ich will so lange hier das probieren, wie es irgendwie geht. Ja, aber fair geht anders. Das sind dann auch echt so Kampagnen, wo ich sagen, das ist sinnlos erschwert. Und solche Sachen mag ich nicht. Da stehe ich nicht drauf. Das ist albern. Ne? Das hat auch nicht wirklich mit dem, sagen wir mal, Wildlife-Park-Leben was zu tun. Ne? Denn wir, ne, sollen das ja hier vorbereiten, dass das irgendwann mal alles ausgebildet werden kann. Die werden... Oh Gott, das habe ich hier da auch. Na, scheiße. Ja. Ist das Schlamm? Was ist Schlamm? Ganz kurz mal gucken. So, wer jetzt hier... Gnuku muss ich sofort verkaufen, so leid es mir tut. Zim, zam. Ja. So, hier was Erdreich. Hier mal ein bisschen Erdreich hin.
So, jetzt nochmal hier pflanzen. Ja gut, da kann ich nicht viel machen außer verkaufen. Ne? Ja, das Problem ist, dann haben die gleich keine Blätter mehr. Ne? Und da kommen sie zumindest alle dran, das ist das Ding. Und bei den Bäumen irgendwie kriegen die das nicht so wirklich hin. Die kleineren Tiere, ne? Die schaffen das einfach nicht. Ne? Und ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir müssen mal gucken. Also ich gebe mal nicht auf. Ne? Also ich werde auf jeden Fall noch weitermachen. Ne? So tiertechnisch sieht es ganz gut aus. Wir haben natürlich die Pflanzen wieder. Wir haben September. Wir wissen, da ist es schon ein bisschen heißer, aber wir können, denke ich mal, noch einiges machen. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Inselbewohner 45. Ciao, ciao.